Okay, jetzt sind wir in den Gärten des Todes. Die alte Kapelle von Morningside, das Reich der Königin der Bettler. Oha! Das ist jemand, der mich interessiert. Erinnert mich an, falls ihr Dishonored gespielt habt, erinnert sie mich etwas an, vielleicht an die Lumpengräfin. Pauschal würde ich jedenfalls so sagen. Wieso komme ich hier nicht weiter? Ich komme hier nicht weiter. Wieso nicht? Kann ich nicht einfach aufstehen und mit ihr reden? Doch. Hier ist die Zeitung. Alte Götter für die neue. Was? Für die neue Stadt? Okay. Ich will mit den Zetteln so. Also mit den Leuten reden. Sieht aus wie ein Schachbrett. Wo ist denn die Bettlerkönigin? Ich würde gerne mit der quatschen. Ohne Shit. Oha! Was haben wir denn da Schönes? Schraubenschlüssel benötigt. Also, merkt euch, wenn wir die nächsten 1000 Gold auf der Bank, auf der Kralle haben, werden wir uns einen Schraubenschlüssel kaufen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So, etwas Zeit haben wir ja noch. Also können wir noch ein bisschen in die alte Kapelle schauen. Oder ist sie etwa in der alten Kapelle? Nicht sicher. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt. Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert. Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Es spende der Königin der Bettlerin Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Okay, Fokusfähigkeiten. Was sind Fokusfähigkeiten? Fokus-Upgrades, was sind das denn? Intuition, Fingerabdrücke, Geschicklichkeit, Fähigkeit, was? Cool.
Intelligenz. Das könnte nützlich sein. Das könnte nicht so nützlich sein. Ich nehme Effizienz. Ja. Schön. Sehr schön. Dokumente. Spielfortschritt. So, wo müssen wir denn hin? Gehe zur alten Gießerin. Ja, ich habe keinen Schraubenschlüssel. Ist okay. I got it. So. Staub zu Staub? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich will ich noch ein bisschen mich hier rumgucken. So ein bisschen rumgucken ist doch nicht schlecht, oder? Ich meine, was haltet ihr davon? Ich brauche Knete, ich brauche einen Schraubenschlüssel. Ich brauche 100 Tacken. Und wir haben einen... Lass uns nochmal die Karte ansehen. Einen ordentlichen Flecken, wo wir hier mal was durch die Gegend gucken können. Also, ja, doch. Hier kann man ein bisschen gucken. Basso, Händler, Königin der Bettler, Stuff. Ja, ich bin mal dafür, dass wir einen kleinen Raubzug machen durch diese Stadt, um meine Kasse aufzubessern. Eine kleine Stunde erkunden ist doch gar nichts dabei. Da ist doch gar nichts dabei. Ich meine, wir hatten doch ein bisschen Story. Ein bisschen Story ist gut. Wir hatten eigentlich ziemlich viel. Ich meine, wir wissen, dass Garrett zwischen The Fall und gerade, dass er ein Jahr vergangen ist. Ein Jahr. So komme ich da nicht dran, glaube ich. Nö, das ist eine Sackgasse. Aber hier geht's um die Ecke. Das ist auf alle Fälle krasser Kontrast zwischen Helligkeit und Dunkelheit. Aber ich finde das gut. Ich finde das sehr gut gemacht. Es macht auch sehr, sehr stimmungsvoll das Ganze. Also... ernsthaft wenig so viel Gutes auf der Konsole gesehen. Also auch von der Grafik. Guckt euch mal die Schatten an. Guckt euch mal den Typen an. Die Flammen. Das sieht super aus. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Also ernsthaft. Und das ist PS3. Vergiss das nicht, ja? Ja, es gibt zwar auch wahrscheinlich Sachen, die nicht so toll sind, wie wenn ihr es gerade gesehen habt, die Texturen von der guten Gräfin, die Schattentexturen da drinne. Und ich meine, ganz ehrlich, hat es zum Beispiel ein Devil May Cry besser hingekriegt? Nein, hat es nicht. Da sind die Schatten größer und eckiger. Aber das stört mich kein Stück. Es geht ja nicht um Grafik, es geht um das Spiel. Und dieses Spiel ist schön. Bis jetzt. Sehr, sehr schön. Aber ich brauche mehr Stuff. Ich muss mehr klauen. Hört zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Er war nicht mal tot. Ich habe etwas, das euch interessieren könnte. Noch eine Nacht, noch ein Schwermütiger. Einer hat am Glockenturm selbst Gespräche geführt. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Borik und ging nicht zurück. Nicht sicher, was der da gerade tut. Lassen wir ihn mal. Seht her, ich habe etwas für euch. Meine Schwester, sie würde keine 2 Sekunden überstehen, ohne einem bösen Kerl wie dir schöne Augen zu machen. Zack. Ich will hier raus. Denn hier sind wir auch reingekommen. Ja, ich möchte zum Stone Market. Da drinnen waren nur 2 Wachen. Und mit denen wollte ich, glaube ich, nicht mich bekannt machen. Nicht so, weißt du? Auf du und du. Auf du und du bin ich so oder so nicht mit den Wachen. Denn die Wachen sind ganz schön wachig. Woran erkennen sie außerdem sofort, dass ich ein Dieb bin? Ich meine,
Auf meiner Kutte steht's nicht geschrieben. Ich habe leider nichts für dich. Mein kleiner Freund. Was ist denn hier? Oh, das hätte ich nehmen können. So, wenn ihr so da um die Ecke stiefelt, gehe ich hier um die Ecke. Zack, eine schöne Geldbörse. Für eine Zehntelsekunde bin ich zu sehen und dann nicht mehr. Und jetzt. Ja, ich glaube, ich muss das öfters einsetzen, dieses durch die Gegend Gesprinte. Es ist nützlich. Um es so auszudrücken, es ist nützlich. Zweckdienlich. Mann! Ups. Machst du die Offiziersprüfung? Niemals. Die Männer hassen einen Hauptmann mehr, als die Bürger uns hassen. Hoffentlich kriege ich nicht die Schwermut. Yo, Bro, das ist aber ganz schön gefährlich hier. So ein Penner hat Taffer zu mir gesagt. Was heißt das? Keine Ahnung. Was Schlimmes. Denn danach hat er mich angesprochen. Hast du diesen Idioten gezeigt? Nach ein paar Tritten hat sein Herz versagt. Und der Spaß war vorbei. Was für kranke Bastarde. Was ist das denn da oben eigentlich? Dass ich nicht einfach so hochklettern kann, das ist echt traurig. Doch, da. Perfekt. Ich habe in einer Absteige bei Morningside gewohnt. Da liegen überall nur Bettler und Leichen. Wie im Rest von Stone Market. Komisch, wenn der Wind umschlägt, dann fällt sowas wie Schnee. Asche. Aus der alten Fabrik in der Vale Street. Was verbrennen die dort? Leichen. Pure... Nur pure Intuition. Pure Intuition, dass sie da Leichen verbrennen. Pure Intuition. Eigentlich, und das ist meine ehrliche Meinung, ja? Was zur Hölle war das? Ernsthaft, was war das für ein Move? Ich habe keine Ahnung. Aber der war irgendwie cool. Bin ich an der anderen Ecke der Welt. Wo bin ich denn hier? Karte ansehen. Ich bin wirklich irgendwo ADW. Aber hier ist cool. Da ist Garrett. Und mit dem werde ich mich von hier aus verabschieden. Denn diese Stunde ist auch schon wieder so gut wie rum. Meine Fresse. Also für mich ging's ratzefatze fix. Es hat mir, wie immer, unendlichen Spaß gemacht. Ich meine, irgendwie doch, ja. Doch. War gut. Hat Spaß gemacht. Auf alle Fälle. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Like, Comment, wie immer. Denkt daran. Kommentiert auch, wenn ich den Stuff euch mal vorlesen soll, bitte. Sagt es mir. Ich meine, ich hänge jetzt zwar ein bisschen hinter, aber, also beziehungsweise ich bin ein bisschen voraus mit der Zeit, aber ich kann es immer noch jederzeit mal einführen, so dass ich mal so 10, 15 Minuten mal alles, was ich so finde, durchlese. Ich meine, ich habe jetzt 8 Dokumente oder so, 1000 Zeitungen. Wir können ja ein bisschen noch tiefer in die Welt eintauchen. Ich mache das normalerweise eigentlich so irgendwann Mitte des Spiels.
Ich weiß nicht, ob ich das off-camera oder halt on-camera machen soll. Das müsst ihr mir sagen. Gut, die Stunde ist rum. Ich danke, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Like, Comment. Wie gesagt, habe ich schon gesagt. Ansonsten einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.